Nachdem ich mir hier bereits vor einer Weile Aukis Bluetooth TWS Kopfhörer EPT21S angesehen habe, hat mich und offensichtlich auch einige von euch interessiert, was man von Auki in der nächsthöheren Preisklasse bekommt. Daher schauen wir uns in diesem Video mal die EPN5 an. TWS Hörer mit ANC für ein UVP von rund 60 Euro, die aber auch immer mal wieder für 30 Euro im Angebot sind. Was die so drauf haben, das erfahrt ihr wie immer hier. Die Auki EPN5 kommen mit Aukis Standardzubehör daher, sprich neben dem Case und Hörer gibt es hier Eartips in drei Größen und wie immer ein etwas kurz geratenes USB-Ladekabel. Das Case orientiert sich dabei wie viele andere auch an den AirPods Pro, kommt in schlicht mattem Schwarz und fühlt sich grundlegend in Ordnung an, eben günstig, aber zweckerfüllend. Auf der Unterseite befindet sich ein aktueller USB-Typ-C Anschluss zum Laden und an der Vorderseite eine Reihe mit vier grünen Status-LEDs. Letztere zeigen euch durch die Anzahl der leuchtenden LEDs den aktuellen Ladezustand an. Ebenso wie das Case bestehen auch die Hörer komplett aus günstigem Kunststoff mit teils scharfen Kanten und fühlen sich entsprechend nicht übermäßig hochwertig, aber grundlegend okay an. Optisch sind sie stark an den AirPods Pro angelehnt und bewegen sich in einer vergleichbaren Größenordnung. Sehr erfreulich ist, dass sich Case und Hörer beim Aufklappen aktivieren und erstere sich automatisch mit dem letzten Gerät verbinden. Zur Steuerung bieten die EPN5 eine Touchfläche am oberen Drittel des Hörers. Diese ist weder optisch noch haptisch nach unten hin abgesetzt, lässt sich durch das Design und den merklichen Übergang zum Knubbel oben deutlich einfacher und präziser treffen als die undifferenzierte Touchfläche des EPT21. Über diese habt ihr die Möglichkeit, die Wiedergabe zu starten und zu stoppen, zwischen Titeln zu springen, Anrufe anzunehmen und abzulehnen und die ANC-Funktion ein- bzw. auszuschalten. Lautstärke und Sprachassistent könnt ihr hierüber leider nicht steuern. Für die Preisklasse interessant ist aber, dass diese Hörer ANC, also Active Noise Cancelling, unterstützen. Wie gut das in der Praxis funktioniert, dazu kommen wir gleich. Der sonst übliche Transparenzmodus, der meist mit ANC einhergeht, wird leider nicht unterstützt. Codec-mäßig wurde sich hier auf SBC und AAC beschränkt. Letzteres ist nett, aptX wird aber leider nicht unterstützt. Ansonsten gibt es hier Schutz nach IPX5 gegen Staub und Wasser, sodass die Hörer grundlegend wetterfest sind. Akkumäßig halten sie bei üblicher Hörlautstärke mit aktivierten ANC rund 5 Stunden durch, ohne ANC eher 6. Das Case sorgt dabei für 3 weitere Ladungen. In Sachen Tragekomfort machen die Hörer einen durchaus guten Job. Sie sitzen sicher und auch über mehrere Stunden hinweg bequem. Trotzdem waren sie bei mir permanent präsent und können dahingehend für mich nicht mit höherpreisigen Hörern mithalten. Gehen für diese Preisklasse aber mehr als in Ordnung. Kommen wir damit zum Sound. Und ich muss sagen, hier machen sie einen überraschend soliden Job. Im Vergleich zu den Auki-Hörern, die wir uns bereits letztes Mal angesehen haben, klingen diese hier deutlich differenzierter. Die Abstimmung sorgt für eine klare Stimmenwiedergabe, hat aber gleichzeitig auch einen erfreulich strammen Bassboost. Dieser zieht sich dabei ordentlich tief runter und beginnt nicht allzu hoch, das heißt, wir haben hier keine vermatschten Tiefmitten, wie man es sonst bei diesen günstigen Hörern häufig hat. Insofern eine sehr massentaugliche Abstimmung, besonders für budgetorientierte Bassfreunde. Die Hörer unterstützen wie bereits erwähnt Active Noise Cancelling. Das konnte mich auf der anderen Seite aber nicht sonderlich überzeugen. Die Wirkung ist zwar prinzipiell da, das heißt besonders tiefe Geräusche werden gut abgemildert, auf der anderen Seite geht das aber auch mit Störgeräuschen einher. Zum einen gibt es ein deutlich hörbares Grundrauschen, gleichzeitig aber auch so etwas wie Interferenzen. Es gibt die ganze Zeit so statisches Krisseln, was man auf den Ohren hat. Das fällt bei Musik zwar nicht unbedingt auf, wenn es etwas leiser wird oder man zum Beispiel Podcasts oder Hörbücher hört, fällt es dann doch eher störend auf. Insofern würde ich es auf jeden Fall deaktivieren. Immerhin positiv, diese Hörer merken sich die ANC-Einstellung. Heißt, wenn ihr ANC abschaltet und die Hörer beim nächsten Mal wieder aktiviert, bleibt der ANC-Modus auch weiterhin abgeschaltet. Zum Abschluss könnt ihr jetzt nochmal kurz die integrierten Mikrofone der Kopfhörer hören. Und die sind dabei der typische Durchschnitt für so günstige Hörer, sprich so gerade eben zweckerfüllend, aber auch nicht wirklich gut. Kommen wir damit zum Fazit. Die Auki EPN5 sind absolut solide TWS-Hörer mit für die Preisklasse anständigen, bassstarken Sound, wenn auch mit typisch günstiger Verarbeitung. Dafür ist die Qualität der ANC-Funktion leider eher durchwachsen. Den regulären Preis von 60 Euro sind sie für mich zwar definitiv nicht wert, für einen Preis von rund 30 Euro, zu dem sie immer mal wieder zu haben sind, kann man aber ohne Bedenken zugreifen, wenn man günstigen, bassreichen Hörspaß für unterwegs sucht. Was haltet ihr von den EPN5? Wäre ANC für euch in der Preisklasse ein wichtiges Kriterium? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.